Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich stehe hier vor einem alten Jurahaus in Eichstätt. Dieses Haus bietet seit Jahrhunderten Menschen, die darin leben, Heimat und Geborgenheit. Mittlerweile ist eine geflüchtete Familie eingezogen und die alten Mauern sind zu einem Zeichen der Hoffnung geworden. Denn sie bieten auch dieser Familie neue Heimat und Geborgenheit. Wenn ich als Flüchtlingsseelsorger auf den Lesungstext des heutigen dritten Adventssonntags schaue, dann fällt mir vor allem diese hoffnungsvolle Stimmung auf, die uns dieser Text vermittelt. Der Prophet Jesaja berichtet uns, dass er gekommen ist, um den Armen die frohe Botschaft zu bringen, um die zu heilen, die gebrochenen Herzen sind, um den Gefangenen die Freilassung auszurufen und den Gefesselten Befreiung. Jesaja beschreibt hier nicht eine Situation im Himmel, im Jenseits. Dieser Zuspruch gilt im Hier und Jetzt. Und wie passend ist diese Nachricht in unserer jetzigen Situation? Die Corona-Pandemie fordert uns heraus und verlangt uns so vieles ab. Die Tage sind kurz und die Sonne mit ihren freundlichen Strahlen hat sich hinter den Nebel verzogen. Liest man die Nachrichten, hat man das Gefühl, wir sind nur noch umgeben von Krisen. In diese bedrückende Situation hinein sendet uns der Prophet Jesaja die Hoffnungs- und Frohbotschaft. Sie gilt für einen jeden von uns. Wir dürfen uns von diesem Optimismus anstecken lassen. Ja, wir sind aufgerufen, uns selbst von der heilbringenden Botschaft des Propheten anstecken zu lassen und an einer Welt mitzuarbeiten, in der jeder Mensch die Hoffnung und Freude, die von Gott ausgeht, verspürt. Viele geflüchtete Menschen haben mittlerweile bei uns Fuß gefasst und haben hier in Deutschland eine neue Heimat gefunden. Aber oft fällt der Kontakt mit uns Einheimischen schwer. Die Corona-Pandemie hat diese wichtigen Begegnungen sogar noch weiter zurückgehen lassen. Wie wäre es, wenn wir in der verbleibenden Adventszeit auf Sie zugehen, wenn wir Ihnen von der Hoffnung und von der Freude, die von Gott ausgeht, etwas weiterschenken, wenn wir offen sind für die Begegnungen mit Ihnen, im Supermarkt, beim Einkaufen, beim Spazierengehen und in unserem alltäglichen Leben. Und wundern Sie sich nicht, wenn auch Sie in der Begegnung mit Geflüchteten selbst beschenkt werden. Denn auch durch Sie erfahren wir Gottes Hoffnung und Freude. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen und gesegneten dritten Adventssonntag.